Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodom, zu einem neuen Netztest, zu einem neuen Ding von Zweiges Buntes. Steuerung haben wir hier, empfindliche Belegung, okay. Willkommen zu einem neuen Netztest. Wir spielen Pine von Epic Games. Gab's mal kostenlos auf Epic Games, habe ich mir geholt. Ich bin gespannt, kenne ich noch gar nicht. Lass mich mal drauf ein. Wir testen es heute mal an im Stream, live im Stream und später eine Streamaufzeichnung. Ich würde mal sagen, let's go. Starten wir in ein neues Abenteuer. Niemand auf Alabama weiß, wie genau sich die Fackeln jede Nacht selbst entzünden. Geister! Das sieht ja schon sehr hübsch aus. Congate Publishing. Idyllisch sieht es ja aus. Ein Vogel. Entwickelt von Timo und den anderen. Ach, die stehen noch länger. Ja, okay. Die Musik und Ton von diesen Leuten. Wir sind also Hugh, wie es ausschaut. Das scheint Hugh zu sein. Neue Quest, die Zeremonie. Okay, ja, und da sind wir schon im Spiel. Left Shift. Left Sprint. Okay, zum Sprinten. Du müsst dir intervenieren. Hey, Hugh! Wie geht's dir, Mesp? Bin nur ein bisschen nervös wegen der heutigen Feierlichkeiten. Nervös? Ja, ich fürchte nämlich, Khan nicht mehr so oft zu sehen, nachdem er eingezogen ist. Ich werde ihn vermissen. Mach dir keine Sorgen. Ist ja nicht so, als ob er dann weit weg sein würde, oder? Und was ist, wenn er Geschmack an der Freiheit findet, wenn er auf Reisen geht und so weiter? Oh nein. Können wir da hinauf oder hochklettern? Vielleicht da hinten ein bisschen zu weit oben. Sonst könnten wir es machen. Und da können wir hoch, oder? Ich hab Klettern noch nicht gelernt. Okay, hallo du. Oh, ich kann die heutige Zeremonie kaum noch erwarten. Es gibt doch nichts Schöneres, als dass unserem Dorf gut geht und dass wir zusammen Spaß haben. Nur noch ein paar Stunden. Okay, sehr schön. Dann gehen wir mal runter zur Zeremonievorbereitung. Schauen wir uns mal an, was es hier so zu entdecken gibt. Wir haben einen Fluss. Kann man drin angeln. Hallo. Ah, Hugh, da bist du ja. Wir sind mit der Vorbereitung fast fertig. Ilma und Edwin haben um weitere Ressourcen für das Baumhaus gebeten. Ich würde ja deinen Bruder fragen, aber ich kann ihn nirgends finden. Was? Noch mehr Ressourcen? Ja, ja, ich weiß nicht was genau, aber bitte geh einfach zu ihnen. Geh schon. Das sieht doch bisher ganz super aus. Bisher gefällt es mir wundervoll. Wenn die heutige Zeremonie vorbei ist, hätte ich gut Lust drauf. Mit allen zusammen ein Spiel spielen. Vielleicht nach dem Eintopf. Spiel spielen, da bin ich immer gern dabei. Okay, aber wo dort müssen wir hin? Alles klar. Mit denen hier sollen wir sprechen. Mit ihnen. Bei Bob Emmer,
Juhu, genau zur rechten Zeit. Wir wollen das Baumhaus schon fertig nennen, aber die Felsen, auf denen es steht, sind einfach so brüchig. Wir wollten uns mit Gary beraten, aber er hörte uns einfach nicht zu. Könntest du uns noch mehr Starrseil und Stofftuch für die zusätzlichen Befestigungen beschaffen? Gary sollte dir mit Marholz und Starrseil helfen können. Julia hat, glaube ich, in der Nähe eines Waschplatzes etwas Stofftuch gefaltet. Schon dabei. Okay, wir gehen Material einsammeln. Oha, ein Großtapfen. Kann man nicht aufsammeln? Ah doch, neues Material, Großtapfen. Und da gibt's mehr Leute. Ich bin so aufgeregt, heute endlich in unser neues Baumhaus ziehen zu können. Ach, das ist Khan, der Sohn wahrscheinlich von dem anderen dort oben. Muss toll sein, wenn man sich ab und zu ein bisschen vom Gemeinschaftsleben zurückziehen kann, wenn man einen Ort nur für sich allein hat. Ich freue mich für dich, Khan. Können wir ein bisschen Bahn gehen? Na, sehr schön. Das können wir ein bisschen eine Runde schwimmen. Hallöchen. Hugh, ich habe ziemlich zu tun. Wie kann ich dir helfen? Nima und Edwin brauchen noch mehr Starrseil zur Befestigung des Hauses. Was? Noch mehr? Starrseil wächst ja nicht auf den Bäumen. Naja, du weißt schon, was ich meine. Sie haben gesagt, dass das Baumhaus noch nicht stabil genug ist. Unsinn. Unsere Häuser sind so stark wie eh und je. Na schön, wenn sie darauf bestehen. Ich habe schon zu viel mit der Vorbereitung der Zeremonie zu tun. Du kannst auch aus dem Marholz selbst etwas Starrseil herstellen, indem du es mit der Kiste verwendest. Eine Working Bench oder was? Crafting Bench. Sag ihnen, dass das auf jeden Fall ausreichen sollte. Ich kann die heutige Feierlichkeit gar nicht erwarten. Du hast eine Idee erhalten. Ideen sind Pläne von Gegenständen, die du selbst herstellen kannst. Rufe dein Menü mit Escape auf und geh zum Herstellungsreiter, um Ideen herzustellen, sobald du über die vorliegenden Ressourcen verfügst. Crafting Bench. Mal Holz. Okay, wie war das nochmal? Beschaffe Stofftuch. Okay. Wo sind meine Ideen? Was da? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Mit Klamotten. Ui. Ich muss es nackig machen. Oh weia. Ziele. Für die Gegenständebeutel. Schön. Die Option. Wie ging das nochmal? Wie war das nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Wie können wir mit X vielleicht? Oder mit Q? Okay, wie war das nochmal mit den, endlich mal aufgepasst, mit den Ideen. Oha. Stottermoos. Morgenheu. Hey, Hugh. Hi, Luja. Hast du noch mehr Stofftuch für das Baumhaus? Uff, ich fürchte, ich habe zu viel mit der heutigen Wäsche zu tun. Hat dir schon mal jemand beigebracht, wie man ein selbst Stofftuch herstellen kann? Vielleicht kannst du das dann für Edwin und Ima machen. Idee, Stofftuch. Aber wie? Wie öffnen Idee? Ich nicht Ahnung haben. Ich nicht aufgepasst.
Okay. Das ist Angriff. Wir probieren an Tasten aus. Ah, Ducken ist hier. Auch interessant. Ist irgendwie gar keine Taste. Das Inventar und dann vielleicht hier irgendwo. Wissen. Materialien. Müsste Glossareinträge. Okay, fertigen. Ah, so können wir ein Stofftuch fertigen. Herstellen. Da was gekraftet. Maholz 2. Okay, wie viel brauchen wir? Vielleicht war es das schon. Wir mal gucken. Nehmen noch einen Kruststapfen mit. Und gehe nicht immer hinauf. Okay, reicht das schon für euch? Danke dir, Jo. Hoffentlich reicht das dann auch. Das muss einfach reichen. Unsere Bäume sind nicht so schnell gewachsen, wie sie sollten. Deswegen wird Marholz auch bald knapp werden. Vielleicht ist es dann jetzt an der Zeit, die Lande unter uns zu erkunden. Wir werden nicht ins Außengebiet gehen, um mehr zu finden. Wir alle wissen, dass das völlig außer Frage steht. Wie auch immer, bei den heutigen Feierlichkeiten dreht sich alles um die Fertigstellung dieses wunderbaren neuen Bauhauses. Lass uns das hier mal fertig machen und mit der Feier anfangen. Phew, ich kann deinen Bruder nirgends finden. Könntest du ihn dazu bringen, auch der zur Feier zu kommen? Er hockt wahrscheinlich in seiner Ecke und malt den ganzen Unsinn zusammen. Okay. Der Pfeil zeigt immer an, wo wir hin müssen. Sehr schön, haben wir mit dir schon geredet. Guten Nachmittag, Jung. Ich schaue mir nur den Totenscheine, Steine hier an. Okay. Wir sollen hier runter. Okay, um das mal auch auszuprobieren. Mal runterfallen. Wir springen von den Space. Ach was. Und das ist unser Bruder. Hey, Gary hat mich den ganzen Tag lang Baumstämme schleppen lassen. Deshalb habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe da unten wohl noch eine von diesen weißen, schleimigen Kreaturen gesehen. Wenn man die Augen genug zusammenkneift. Nein, danke, ich passe. Haha, wegschauen sollst du niemals, denn es gibt so viel zu erkunden und zu sehen. Naja, nicht, wenn man nach Marla und Gary geht. Bäh, ich habe nur ihre Baumhäuser und Zeremonien im Kopf. Es muss doch mehr auf dieser Welt geben als das hier, oder? Ah ja, wegen dieser Zeremonie. Sie fängt schon bald an und ich soll dich für sie holen. Naja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich habe doch diese merkwürdigen Konstruktionen gefunden, weißt du noch? Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufbekommt. Ich weiß nicht, dir ist klar, was Marla darüber gesagt hat, zu weit von zu Hause wegzugehen. Ach, jetzt komm schon. Wir haben vor der Zeremonie doch noch ein bisschen Zeit. Wir treffen uns am Ernteplatz, wenn du fertig bist. Dann zeige ich es dir.
Na, sehr schön. Also bisher ist das wirklich ein sehr schönes Spiel. Müssen wir mal gucken, wie das nach diesem Netztest weitergeht. Vielleicht eines Tages ein Let's Play dazu. Mal schauen. Ich wusste doch, dass dich das interessieren würde. Naja, ich mache das nur für dich. Wir sollten uns noch schnell was essen. Noch schnell was essen, bevor wir uns an das Erkunden machen. Schnapp dir was von dem Magiriams dort drüben. Das wird dir deine Kräfte im Nu zurückbringen. Okay. Okay, die Energie müssen wir morgen behalten. Es ist nicht verkehrt. Bisschen Getreide ernten. Ja, die haben mal ein bisschen Weizen geerntet, Getreide. Okay, Q drückt, um einen anzuheften. Dann können wir den essen. Ich weiß nicht, inwiefern man Getreide roh essen kann. Kann man schon, aber inwiefern das schmeckt, ist die Frage. Okay. Gleich mal essen. Sehr schön. Und los geht's. Es ist gut, dann lasst uns mal sehen, was wir finden können. Bevor Mana ihren steinalten Kopf gedreht hat, sind wir schon wieder zurück. Der Letzte muss zwei Schüsseln von Marlas Eintopf essen. Auf geht's, ihm nach. Wo läuft er hin? Entlang in die Wildnis. In Ordnung, hier ist es. Ich habe ein paar Büsche entfernt und dann dieses runde Ding da hängen sehen. Dann bin ich darauf gekommen, dass wir es wahrscheinlich mit irgendwas treffen müssen. Werfen hat aber nicht geklappt. Schau mal, deshalb habe ich diese Steinschleuder gemacht. Die Ehre der Durchführung überlasse ich dir. Mal sehen, was passiert. Ah, okay. Auf X kann ich dazwischen wechseln. White Mouse Button. Das ist sehr schön. Sesam, öffne dich. Wow. Lass uns mal sehen, was wir finden. Aber warte. Okay, rein dort. Rein mit uns. Okay, eine Art Höhle. Ist das richtig hier? Okay. Passiert nichts. Oh, verfehlt. Julio, schau mal. Das sieht wie ein echtes Abenteuerwerkzeug aus. Das ist doch eins. Du sollst es schnappen. Okay, hier haben wir eine Waffe. Kiefernholzschwert. Ist ja sehr schön. Sieh nur, wenn du ein paar Mal durch die Luft schwingst, wirst du echt stark aussehen. So, sehr schön. Und mit F können wir angreifen. Nee. X. Ach, Left Mouse Button. Wenn du ein bisschen hinter deinen Kopf hängst und dann einen Schlag loslässt, wird es ein viel stärkerer Angriff. Sehr gut.
Zwischen Angriffen können wir außerdem gegen das Ziel treten. Das können wir mit F, soweit ich weiß. Und dann können wir uns diese schleimigen weißen Kreaturen gar nichts mehr anhaben. Unendliche Möglichkeiten. Drücke kurz Left Shift und dann Left Mouse Button, um einen Stichangriff zu üben. Left Shift. Mach ich doch Left Shift. Ist das Messer wieder eingesteckt? First Left Shift und dann Left Mouse Button. Okay, wann wollen wir gehen? Fremd. Ich komme nicht raus. Das mache ich doch. Okay, das blicke ich gerade nicht. Aber exakt das habe ich. Okay, Left Shift funktioniert nicht. Schau dir das mal an. Okay, schon mal, es doch geklappt. Oha, was ist hier passiert? Hilf Amman. Okay, er ist scheinbar verheult. Amman, bist du in Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Das war aufregend, aber jetzt muss ich hier raus. Kannst du irgendeinen Ausgang erkennen? Da ist eine Holztür, daneben hängt eine kurze Notiz. Links, rechts. Links, links, rechts. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal, was ich finden kann. Okay, links, links, rechts. Dann doch hier bestimmt. Von hier aus. Und rechts. Okay, da passiert nichts. Ein paar Fackeln. Amman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. An dieser Stelle bin ich auch eingeschlossen. Was hast du nochmal gesagt? Links, links, rechts. Okay. Da ist schon so eine Idee. Links. Links. Und rechts. Es hat geklappt. Wollen wir mal gucken, ob ich deine jetzt auch aufbekomme? Hurra! Es hat geklappt. Puh, ich bin froh, dass wir da rausgekommen sind. Was meinst du, wollen wir noch ein bisschen weitergehen? Ich weiß nicht, Amman, das war schon ziemlich knapp. Aber wir sind doch noch beide hier, oder nicht?
Komm schon, lass uns etwas Nahrung essen. Weißt du noch, was hast? Und dann können wir weitermachen. In Ordnung? Eigentlich nicht. Okay. Bisschen Nahrung haben wir noch. Knuspern wir ein bisschen Getreide. Fackel entzünden. Okay, was haben wir denn da? Autsch. Aha, ein paar Wandbildmalereien. Phew, schau dir das mal an. Diese Figuren sehen wie Menschen aus. Und die Großen da. Wow. Er muss ein Abenteurer sein, der aus dem Außengebiet gekommen ist. Und irgendwann scheint er wieder gegangen zu sein. Könnten die Menschen von unserer Klippe sein? Unsere Vorfahren? Das kann nicht stimmen. Wir sind doch noch nie im Außengebiet gewesen, oder? Naja, wer hätte diese Zeichnungen sonst gemacht haben sollen? Sieht so aus, als hätten sie die Höhle hinter sich verschlossen. Phew, verstehst du nicht, was das bedeutet? Das heißt, dass es irgendwann Menschen im Außengebiet gegeben hat. Wir können eines Tages dorthin zurückkehren. In diesen Landen muss es dort noch mehr geben als diese schrecklichen Kreaturen, von denen man uns erzählt. Wir sollten Marder erzählen, was wir gefunden haben. Und ich glaube, wir sollten besser schnell zur Zeremonie gehen. Gehst du schon mal vor? Ich will das hier noch ein bisschen länger anstarren. Ich stieß gleich zu dir auf. Okay. Ab zurück mit uns. Weg jetzt hier raus. Zumindest geht's hier erstmal weiter. Gibt's eine Fackel? Ein paar Kisten zerstören. Okay. Zur Zeremonie. Es haustet. Eine Sekunde, können wir da mal langlaufen? Haben wir einen Schalter? Achso, ja, da. Ist in der Kasse. Eine Notiz, da steht links, links, rechts. Ah, okay. Ist ein Hebel. Ah, mit dem hat er die Tür hier geöffnet. Interessant. Schön auch nachvollziehbar. So, raus mit uns. Kehre zum Stamm zurück. Amam, du bist echt unverbesserlich. Aber den jungen Chu mitzunehmen, Mutter weiß, was da drin hätte passieren können. Ihr wisst doch, dass das Dorfgebiet niemals verlassen sollt. Tut uns leid, Mana, aber wir haben entdeckt, dass wir. Es interessiert mich nicht, was ihr für einen Unsinn entdeckt habt. Ihr wisst ganz genau, dass ihr da nicht rein durftet. Und das wird im Dorf bleiben. Dass wir im Dorf bleiben sollten, so wie wir es immer getan haben. Aber das ist gen. Und jetzt zurück zum Dorf mit euch. Ihr kommt jetzt schön schon zu spät zur Zeremonie. Alle warten dort auf euch beide. Puh, du hast recht, kleiner Bruder. Da war sie aber gar nicht glücklich drüber. Trotzdem, wir müssen ihr wirklich erzählen, was wir gesehen haben. Sei denn, sie weiß das vielleicht schon. Sie ist ja schon viel länger hier als wir. Gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Aber zuerst sollten wir schnell zur Zeremonie gehen. Aha. Na dann, ab zur Zeremonie. Auf der Spitze des Berges, wie es ausschaut.
In Ordnung. Da wir jetzt endlich alle hier sind, kann die Zeremonie offiziell beginnen. Danke dir, Mana. Gemäß unserer Tradition möchte ich mich bei allen für ihre Mithilfe bedanken. Es hat zwar ein bisschen mehr Arbeit und Ressourcen erfordert, aber wir haben es geschafft. So, das Haus steht felsenfest. Wir werden mit dem Ausbau unseres Dorfes fortfahren. Unser nächstes Haus wird direkt neben diesem hier stehen. Und es wird noch größer und noch schöner werden. Jetzt möchte ich Ilmar und Khan herbeirufen, damit sie dieses Baumhaus offiziell als ihr Eigentum beanspruchen. Und danach gibt es ein ordentliches Gelage. Aha. Zeit für einen Topf. Eine schöne Festlichkeit. Igitt, wenn ich noch eine Schüssel von ihrem trockenen Eintopf auch nur rieche, muss ich kotzen. Ich habe keine Ahnung, warum Gary so versessen darauf ist. Sieht doch fast so aus, als interessierten in die Zeremonien nur wegen des Eintopfs. Er verdrückt schon ganz schön viel davon. Jetzt schau dir das mal an. Das nächste runde Baumhaus aus Holz, wenn wir mal nicht kreativ sind. Mutter bewahre, dass wir mal zur Abwechslung was Neues ausprobieren. Wenn ich jemals Häuptling werden sollte, dann werden wir das auf jeden Fall ändern. Was geschieht? Oh nein. Das Baumhaus, die Bäume. Die Gegend. Oh Schreck. Oh nein. Und hiermit endet dieses kleine Let's Test, das Anspielen von dem Spiel Pine. Mit diesem kleinen Cliffhanger beenden wir das hier an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn euch das Test gefallen hat. Vielleicht eines Tages, wenn es euch gefällt, schreibt mal in die Kommentare. Wenn es mir gefällt, mal schauen. Mir gefällt es schon. Vielleicht irgendwann als Let's Play auf meinem Kanal. Aber jetzt für diese Let's Play und für diesen Let's Test soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.